Ich hatte meinen Mund nicht. Mache ich nicht mehr. Du kommst aus dem Gefängnis und du machst einfach wieder Scheiße. Er hat einfach nichts gelernt. Im Interview mit Bunte Live sind Lilly Becker ihre hochkochenden Emotionen anzumerken. Nicht nur Boris Becker hat eine schwere Zeit hinter sich. Wegen Insolvenzstraftaten musste er in London eine Haftstrafe verbüßen. Auch für seine Ex wurden die Ereignisse der letzten Jahre zu einer Zerreißprobe. Gegen ihren Noch-Ehemann erhebt sie schwere Vorwürfe. Er hat mir auch eine Woche vor im Gefängnis gegangen ist, hat er mir gesagt, wenn ich gehe, bezahle ich nicht. Ich kann nicht bezahlen. Aber er kann mit seiner Freundin shoppen gehen in Milan. Nicht nur die Finanzen, sondern vor allem, wie wenig Zeit Boris und Amadeus miteinander verbringen, ist ein Aufregerthema für sie. Er macht nichts für seinen Sohn. Und das ist meine Wahrheit. Aber auch die Wahrheit. Ich wollte seinen Vater ganz gern sehen. Und das vielleicht klappt das diesen Sommer mal wieder, wenn Boris Lust darauf hat. Lilly wirft ihrem Ex vor, dass dieser jedes Treffen mit seinem Sohn sofort in die Öffentlichkeit trägt. Schlecht reden will sie jedoch nicht über den Vater ihres Kindes. Boris Becker mit seinem Sohn ist das sogar und so schnell auf Instagram. Boris liebt das. Er braucht Zirkus. Er liebt seinen Sohn wie all seine anderen Kinder. Und Amadeus liebt seinen Vater ganz sehr. Muss er auch? Ich sage auch nichts Böses über seinen Vater. Ich sage immer die Wahrheit. Weil ich sorge dafür, dass mein Kind zum Essen hat, dass er auf die Schule geht, dass er gesund ist. Ich bin eine Löwe-Mama. Ich mache alles. Aber wirklich alles für meinen Sohn.